Dann wünsche ich einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Traden auf Wolke 7, zum zweiten Teil der Webinarreihe mit Martin Görsch. Ich freue mich, dass Sie trotz des guten Wetters heute live dabei sind. Und ja, mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Und ich will auch gar nicht so viel Zeit verplempern und gleich auch direkt an den Martin übergehen. Aber wir müssen trotzdem einmal kurz den Risikohinweis besprechen, denn dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Bitte auf gar keinen Fall als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen, unabhängig davon, was der Martin heute uns zeigt. Ja? Gut, dann lieber Martin, offiziell auch nochmal guten Abend. Danke, dass wir das Webinar mit zusammen veranstalten können. Ich habe schon gehört, Feedback vom ersten Teil war sehr, sehr gut und deswegen schalte ich auch direkt mal zu dir rüber und wünsche viel Spaß, wenn irgendwas ist. Ich bin im Hintergrund. Sehr gut, Nelson. Ja, vielen Dank erstmal. Dann jetzt auch von meiner Seite herzlich willkommen, einen schönen guten Abend hier. Ich würde sagen, wir starten auch direkt hier heute mit dem zweiten Teil von Ichimoku Kinko Hyo Trendhandel auf Wolke 7. Ja, mein Bildschirm ist zu sehen. Das sehe ich hier gerade. Ich ziehe mir jetzt gerade noch schnell die Fragen hier rein und dann können wir auch quasi direkt loslegen. Ich sehe schon, da steht schon vorab eine Frage drin. Okay, der Peter Roscher fragt, wie denn der prozentuale Anteil meiner Ichimoku-Trades in meinem Handel sind. Ja, das ist natürlich so, dass ich mit relativ vielen verschiedenen Strategien arbeite und auch mit verschiedenen Setups. Und am liebsten habe ich so, wenn sich das alles irgendwo ein bisschen trifft. Ja, wir werden ja heute ein paar Analysen machen, werden uns ein bisschen die Sachen anschauen, die im Moment am Markt so interessant sind. Dafür werden wir einen Blick werfen auf einige Aktien, auf Indizes, Währungen. Wenn irgendwelche Sachen dabei sind, die jemanden von den Teilnehmern, die heute hier am Start sind, besonders interessieren, dann gerne in den Chat schreiben. Ja, wenn irgendwelche Aktien sind oder Indizes oder so, dann können wir da gerne aus Sicht des Ichimoku-Charts mal einen Blick drauf werfen und dann kann ich auch mal so ein bisschen zeigen, wie ich damit umgehe. Wir werden gleich uns mal den S&P als erstes anschauen. Der ist ja in einer großen Korrektur im Moment, ist in einer schönen Aufwärtsbewegung. Das werden wir uns mal ein bisschen anschauen, wie das einzuordnen ist nach Ichimoku-Sicht und das deckt sich auch so ein bisschen mit dem, was ich mit meinen anderen Handelsansätzen da fahre und dann kriegt man vielleicht ein bisschen den Eindruck, wie ich das versuche zu kombinieren. Aber prinzipiell ist es so, diese Ichimoku-Trades, die machen sich besonders gut für mich in dem Bereich Investment, um zu entscheiden, in welchen Werten ich momentan investieren will und in welchen nicht. Und ansonsten benutze ich diese Ichimoku-Darstellung sehr gerne quasi als Vorfilter für meine anderen Setups. Also wir werden uns nachher ein bisschen anschauen, wie die einzelnen Aktien aus dem Nasdaq im Moment aussehen. Und da zeige ich dann auch, wie ich da quasi Longlisten und Shortlisten erstelle, womit ich also über Ichimoku festlege, was ich in welche Richtung traden möchte. Und dann können wir uns auch die einzelnen Setups da nochmal genauer anschauen. Ich möchte vielleicht einmal kurz vorher. Ja, bitte. Nur damit du das auch einbauen kannst. Wir haben vorab eine E-Mail bekommen mit einer Frage. Und zwar hat der Fragesteller die Frage gestellt, wo setzt man normalerweise den Stop bei Ichimoku? Er benutzt das System im Stundenchart. Ja? Okay. Dann gehen wir da nachher auch gleich nochmal drauf ein, wie man damit arbeiten kann. Ich schreibe mir das gerade mal auf, dass ich das nicht vergesse. Okay, ja, gucken wir uns nachher kurz an. Ich möchte vielleicht erstmal ganz kurz, weil es eben gerade prekär ist und weil es gerade interessant ist, einmal darauf eingehen, wie die aktuelle Marktsituation für mich fundamental aussieht. Und dann werden wir nämlich sehen, wie das Ganze hier in Verbindung mit Ichimoku dann quasi ein komplettes Bild ergibt. Das, was ich jetzt hier einmal kurz auf der Folie drauf habe,
Das ist so ein typischer Pandemieverlauf. Was man sich jetzt da anschaut an Intensität, ob das Neuerkrankungen sind, Todesfälle, was auch immer, das sieht im Prinzip bei jeder Pandemie und auch bei jeder Epidemie, die eben dann lokal irgendwo beschränkt ist, gleich aus. Wir haben also eine Entwicklung hier über mehrere Monate in der ersten Welle aufwärts. Das geht so 3 bis 4 Monate. Das ist so der Bereich, in dem wir uns jetzt befinden. In einigen Ländern, ja, wenn wir überlegen, wann das Ganze angefangen hat, November, Dezember in China, und dann hat sich das so langsam über die Welt verbreitet. Das heißt, wir stehen im Moment hier in diesem oberen Bereich der Welle. Durch diese extremen Maßnahmen, die hier getroffen worden sind, im Sinne von Ausgangssperre und Kontaktbeschränkung und so, konnte diese erste Welle zeitlich verkürzt werden. Ja, aber das, weshalb wir jetzt im Moment diesen großen Run auf Aktien sehen und diese starke Bewegung in den Indizes allgemein, das ist die Situation, dass wir hier oben am Top sind und so langsam abkippen und die Neuinfektionszahlen runtergehen. Aber das große Problem, was wir haben, ich schätze, dass die Entwicklung diesmal zeitlich deutlich schneller sein wird, weil wir eben durch diese Ausgangsbeschränkungen da einen künstlichen Faktor noch mit dazugepackt haben, der das Ganze zeitlich strafft, wo wir also schneller am ersten Peak sind und wo wir dann auch, wenn diese Ausgangsbeschränkungen gelockert werden oder auch die Kontaktbeschränkungen gelockert werden, wo wir dann schneller in diese zweite Welle hier höchstwahrscheinlich wieder reinkommen. Und das wird dann der Moment sein, der für die Aktienmärkte nicht so positiv verlaufen sollte. Ja, wenn dann im großen Stil festgestellt wird, dass wir vielleicht doch eine zweite Welle und vielleicht nachher sogar noch eine dritte Welle kriegen, dann denke ich, könnte sich das Ganze auch noch mal in die Abwärtsrichtung weiter bewegen. Ich habe einfach mal so ein paar kurze Bilder hier mitgebracht. Das ist natürlich schon eine ganze Weile her, 1918, 1919, spanische Grippe. Da war das Ganze ähnlich. Da ist das mit einer kleinen Vorwelle dann in die Hauptwelle übergegangen und auch hier kam noch mal eine zweite Welle hinterher. Das Ganze hier ist die Schweinegrippe, wie wir sie in England erlebt hatten, 2009, auch mit 2 großen Wellen. Das ist die Schweinegrippe, wie sie in Asien verlaufen ist, in Thailand. Da haben wir hier auch die erste Hauptwelle, dann kam noch mal eine kleine Zwischenwelle und dann kam die dritte Welle, bevor das Ganze dann irgendwann erledigt war. Und da sehen wir also, es ist immer das Gleiche, das läuft über viele, viele Wochen, über viele Monate und es ist eben nicht mit einer ersten Welle getan. Ja, das ist Punkt 1. Punkt 2 sind die wirtschaftlichen Auswirkungen, die wir hier haben. Das ist einmal ganz kurz die Zusammenfassung hier, Neuanträge, also Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Da habe ich die letzten 2 Krisen hier mal mitgebracht, 2000 bis 2002 und 2007 bis 2009. Und da sehen wir eben immer, wenn dieser Abwärtstrend gebrochen wird, und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stark steigen, dann sind hier entsprechend auch die Indizes runtergekommen. Nämlich bis 2002 hier ungefähr in dem Bereich war dann auch das Low im Aktienmarkt. In der letzten Finanzkrise genau das Gleiche. Ja, die Erstanträge sind gestiegen hier bis zu einem Extremwert, so um 680.000 Erstanträge. Und so lange, bis wir dieses Top hier erreicht hatten, sind die Märkte dann auch gefallen. Und die Situation, die wir jetzt haben, ja, vor 3 Wochen sah das Ganze so aus. Da sind wir hier mit einer Steigerung von 210.000 auf 280.000 Erstanträge auch aus diesem Abwärtstrend hier ausgebrochen. Und das, was danach gekommen ist, ja, was eindeutig eben an den Folgen der Corona-Epidemie liegt, ist das hier. Ja, wir haben also in der letzten Woche tatsächlich 6,6 Millionen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gehabt. Nochmal zur Erinnerung, zum Hoch der Finanzkrise hatten wir 680.000. Jetzt haben wir aktuell 6,6 Millionen. Ja, und das, was das für den Arbeitsmarkt bedeutet, das fängt hier schon langsam an in den letzten Zahlen mit 4,4% Arbeitslosigkeit. Und wenn wir uns angucken, was die Bank of America jetzt erwartet, anhand oder aufgrund der Corona-Epidemie ist eben das hier, ja, nämlich ein Anstieg auf ungefähr 15, 16%, ups, 15, 16% Arbeitslosigkeit. Und wenn wir hier auf 15 oder 16% gehen, dann sind wir auch in der Arbeitslosigkeit hier wieder deutlich
über den Hochs von der Finanzkrise. Und dann ist zu erwarten, dass eben auch die Märkte nochmal entsprechend weiter runterkommen. So, und unter dem Hintergrund schauen wir uns jetzt den Aktienmarkt mal an. Ja, das ist der S&P 500, so wie es bei mir in dem Add-on enthalten ist mit dem Ichimoku-Arbeitsplatz. Das ist der Future auf den S&P 500. Und da befinden wir uns im Moment eben hier auf dem Tageschart. Hier ist ganz wichtig, oben ist immer der Tageschart, unten ist der Wochenchart. Also hier oben eine Kerze repräsentiert die Bewegung von einem Tag. Hier unten eine Kerze repräsentiert die Kursbewegung von einer Woche. Und da sehen wir jetzt hier ganz klar, wir sind am ersten Widerstandsbereich angekommen. Das ist so, ja, eigentlich das Ziel, was ich hatte für die laufende Korrektur. Die läuft hier auch schön als ABC-Bewegung. Das ist im Prinzip eine dreiwellige Korrektur in einem Abwärtstrend. Die ist jetzt schon sehr weit gelaufen. Wir haben vom Tief hier ungefähr 25% Kursgewinn auf dem S&P. Aber das ist eben der erste größere Widerstandsbereich, der hier auftaucht. Und wenn wir jetzt mal schauen, wo wir uns hier auf dem Wochenchart befinden, ja, da sind wir jetzt hier von unten in die Wolke eingetaucht. Und wir haben ja beim letzten Mal erklärt, was welcher Indikator hier bedeutet. Und da haben wir auch gesagt, die Wolke ist im Prinzip das Kernelement von Ichimoku, solange wie wir uns oberhalb der Wolke befinden, ja, wie hier über diese ganze Zeit, solange wie wir uns oberhalb der Wolke befinden, sind wir in einem Aufwärtstrend. In dem Moment, wo wir unter die Wolke durchbrechen, sind wir in einem Abwärtstrend. Das heißt, wir haben hier auf Tagesbasis immer noch nach Ichimoku einen Abwärtstrend. Wir befinden uns unterhalb der Wolke. Und da sehen wir, wie weit die Bewegung laufen könnte, ohne dass sich hier auf Ichimoku-Sicht irgendwas ändert. Ja, wenn wir nämlich mal annehmen, wir brauchen hier halt noch mehrere Tage, bis wir hier vielleicht zu diesem zweiten Widerstandslevel laufen bei 3000 Punkten, dann würden wir hier gerade mal in diese Wolke reinlaufen. Ja? Und auf dem Wochenchart sehen wir, sind wir auch gewechselt von einem intakten Aufwärtstrend in einen Abwärtstrend, allerdings etwas später. Und hier sind wir jetzt in die Wolke wieder eingetaucht. Das heißt, wir sind hier im Widerstandsbereich. Was hier auch noch wichtig ist, je dicker quasi die Wolke ist, umso stärker ist der Widerstand oder die Unterstützung, je nachdem, ob wir von oben oder von unten kommen. Jetzt sind wir hier schon einmal komplett durchgebrochen, relativ schnell. Das nimmt ein bisschen was von der Stärke hier raus. Aber nichtsdestotrotz sind wir hier in einen Widerstandsbereich gelaufen. Wir haben jetzt also hier die Charttechnik, also diese Verkaufszone hier, kombiniert mit Ichimoku. Da sind wir hier am Widerstandsbereich. Und von daher ist es für mich jetzt auf diesem Niveau hier erstmal nicht interessant, hier irgendwelche Long-Positionen einzugehen. Das heißt, wenn man irgendwo hier unten in dem Bereich eingestiegen ist, ja, hier auf diesen Wechsel der Kerze, ne? Das ist eine sehr bärische Kerze. Wenn die dann hier in so einem Bullish Engulfing nach oben weggenommen wird oder spätestens einen Tag danach, wenn dann an diese dynamische grüne Kerze hier auch Anschlusskäufe folgen, dann kann man hier Long-Positionen aufbauen. Das wäre hier ein Kursziel oder vielleicht auch hier ein Ausbruch, ja, aus so einer Bull Flag, ne? Das wäre ein Kursziel. Das ist aber hier kein Einstiegslevel mehr, zumindest für mich nicht. Es ist immer sehr, sehr schwer, diese Bärenmarkt-Rallies, und nichts anderes ist es eigentlich. Es ist eine Bärenmarkt-Rallye. Es ist problematisch, weil wir eben 25% gestiegen sind. Na, das ist im Prinzip schon wieder der Beginn eines neuen Bullenmarktes, wenn man nach dieser 20%-Regel geht. Aber es ist sehr schwer, hier abzuschätzen, wie weit diese Bewegungen gehen können. Und wir sehen ja auch, wie dynamisch die laufen und wie extrem schnell die laufen. Und das sind so ganz typische Short Squeezes, wo die Short-Positionen, die am Markt sind, egal ob das mit Optionen oder mit Futures ist, die müssen hier auf dem Weg nach oben irgendwo glattgestellt werden. Und im Future-Bereich werden Short-Positionen einfach glattgestellt mit physischen Käufen, also im Prinzip mit Long-Trades oder mit Long-Ausführungen. Damit werden Short-Positionen gecovert. Das sorgt für Nachfrage, das sorgt für Druck im Markt.
Und das bringt dann eben die Kurse hier zum Teil halt auch relativ schnell nach oben. Wir sehen, wie weit jetzt die Range hier ist, wie weit es noch gehen kann. Wir könnten im Prinzip hier oben tatsächlich bis 2880 Punkte ungefähr gehen, ohne diesen Widerstandsbereich hier zu verlassen. Wenn wir den verlassen, dann haben wir hier Platz bis 3000. Ja, also wir sehen, wie weit hier im Moment die Kursziele sind. Das hängt einfach zusammen mit dieser extremen Volatilität, die wir hier im Markt haben und auch mit dieser extremen Dynamik, die wir hier jetzt über Wochen gesehen haben. Na, und ich hatte hier in einigen Webinaren das angekündigt, dass ich davon ausgehe, dass diese starke Volatilität uns hier mindestens die nächsten 6 Wochen noch erhalten bleibt, vielleicht sogar die nächsten 8 Wochen. Das heißt, wenn wir uns anschauen, wo das Ganze angefangen hat, ja, hier so Ende Februar, dann hätten wir jetzt noch locker Zeit, so bis Ende April. Bis zu dieser Zeit müssen wir damit rechnen, dass diese Volatilitäten einfach so extrem im Markt bleiben. So, okay, es sind ein paar Fragen reingekommen. Ich schaue mal hier rein. Gold und Öl ist hier noch vom Andreas drin. Ja, Gold und Öl, das sind ja immer so die Standardmärkte, die wir im Wochennewsletter drin haben. Das müssen wir mal schauen, ob wir das nachher noch schaffen. Ich würde erstmal den Fokus gerne hier ein bisschen auf die Aktien legen. Der Mario fragt, ob ich dann regelmäßig erst in Ichimoku schaue und dann in die anderen Signale. Also ich schaue sehr regelmäßig in Ichimoku, wie gesagt, für die Entscheidung meiner Investmentposition. Und auch so ein bisschen, wenn ich entscheiden möchte, was ich im Moment in Long- und Short-Richtung trade. Das gehen wir gleich mal durch anhand des Nasdaq, anhand der Aktien, die aus dem Nasdaq kommen. Dann schreibt der Ralf hier, im Tief gab es aber kein Einstiegssignal, korrekt? Ja, für mich gab es hier im Tief kein Einstiegssignal. Ja, einfach, wir sind so weit gefallen, wir sind hier durch auf dem Wochenchart, wenn man sich das mal anschaut, ich vergrößere das mal gerade. Das ist hier der Wochenchart. Und wenn wir uns angucken, wie weit wir hier gefallen sind und wie schnell und dass wir im Prinzip jedes einzelne Unterstützungslevel, was hier irgendwo im Markt war, egal ob das in Form alter Hochs gewesen ist, wie hier oder in Form alter Tiefs, wie hier oder hier drüben, wir sind einfach wie Butter durch alle Level durchgegangen. Und da ist es meiner Meinung nach nicht möglich, irgendwo hier unten den Boden zu erwischen. Zumindest nicht im ersten Versuch. Ja, vielleicht, wenn man sich 2 oder 3 Versuche gibt und nochmal ausgestoppt wird, dann hat man durchaus Möglichkeiten, hier unten den Boden zu erwischen. Ich war hier aber eher noch darauf aus, hier Retracements zu verkaufen, weil eben wir in einen Bärenmarkt gerutscht sind, weil der Trend hier ganz klar abwärts ist. Und auch immer noch abwärts gerichtet ist hier auf dem Wochenchart. Ja, da brauchen wir gar nicht groß drüber nachdenken. Ich hatte ja auch gezeigt, was ich noch im Prinzip erwarte für den Markt. Wenn wir hier runtergelaufen wären, vergrößere das mal noch ein bisschen. So. Ich kann ja mal in den Monatschart gehen, dann können wir mal einen Blick aufs große Bild werfen. So, im Monatschart sieht das Ganze so aus, dass wir hier unten nochmal einen sehr starken Unterstützungsbereich haben. Ja, wenn wir jetzt die Charttechnik betrachten, dann haben wir hier unten in diesem Bereich, wo sich diese ganzen Dochte hier bewegen, so ab knapp unter 2000 Punkten, haben wir hier nochmal ein sehr, sehr starkes Kauflevel, ein extrem starkes Kauflevel. Und wenn wir hier im zweiten Atemzug bis hier durchgerutscht wären, wäre das der Bereich gewesen, wo ich aggressiv sofort Long-Positionen aufgebaut hätte. Ja, hier jetzt noch nicht so wirklich. Ich hätte zumindest erwartet, dass wir dieses Hoch hier testen, dass wir in diesen Bereich hier gehen um 2130 Punkte. Da haben wir ein paar Punkte zu früh gedreht. Ja, 40, 50 Punkte zu früh sind wir hier hängen geblieben. Man sieht, wie dynamisch dieser Wechsel war. Also ich habe hier nicht in den fallenden Markt reingekauft und ich habe hier auch keine Long-Positionen aufgebaut. Okay. So, ich mache das Ganze halt ein bisschen anders. Wenn wir hier so extrem abwärts gerichtet sind, dann trade ich nicht diesen einzelnen Index und versuche den hier zu kaufen. Dann benutze ich die Indizes eher, um weiter short zu hedgen. Und suche einzelne Werte, die verhältnismäßig stark sind die man dann eben auch in diesen sehr schwachen Marktphasen insgesamt noch kaufen kann. Und das zeige ich jetzt gleich mal, wie das Ganze aussieht. Vielleicht eine Sache kurz noch vorher. Wir haben ja gesehen, wie extrem
diese Abwärtsbewegung war. Und dann ist es ganz typisch, wenn wir so eine extreme Abwärtsbewegung haben, dass wir auch eine sehr extreme Aufwärtsbewegung wieder sehen. Auf dem Wochenchart ist das Level, was hier in Rot markiert ist, ist ein ganz, ganz wichtiges Level. Das ist so 2880 Punkte. Spätestens da sollte meiner Meinung nach diese Aufwärtskorrektur hier ein Ende finden. Ansonsten, wenn wir über die 2900 nach oben rausgehen, dann bin ich hier auch in den Indizes wieder ganz klar auf der Käuferseite zu finden, aber im Moment nicht. Im Moment sind das für mich hier einfach Bärenmarkt-Rallies, Retracement-Level, an die wir rangelaufen sind, an denen ich eher zumindest den Gesamtmarkt shorten möchte. Schauen wir uns kurz die Retracement-Level hier an. Ja, dann sehen wir das. Wir haben hier oben im Bereich 297 ungefähr, haben wir das 50% Retracement von dieser großen Abwärtsbewegung. Hier oben, hier bei 2650, da liegen wir ungefähr beim 38,2er FIP-Retracement. Ja, das ist also der stärkste Widerstandsbereich hier zwischen 26,50 und hier oben 27,90. Ja, das ist der stärkste Bereich, an dem die Bären aktiv werden könnten und sollten. Und da sehen wir eben auch, das passt ganz hervorragend wieder hier mit dieser Widerstandswolke aus dem Ichimoku-Chart. Das heißt, für die Widerstände und eben auch für die Trendrichtung schaue ich sehr, sehr gerne hier auf diese Wolken. Und um einmal ein Gefühl zu kriegen, wie dynamisch die Bewegung hier im Moment läuft. Wir haben hier 3 Wochen Kursbewegung. In diesen 3 Wochen haben wir hier 25% am S&P gemacht vom Tief zum Hoch. In 3 Wochen. Wenn wir uns angucken, wie lange das in einem typischen normalen Bullenmarkt dauert, ja, das ist so eine typische Bullenmarktbewegung hier. Kleine Amplitude, schön ruhig nach oben laufen. Da haben wir die gleiche Bewegung, ja, von hier 2175 Punkte bis hier rauf, da wo wir jetzt eben waren, bei 2740 Punkten. Und da sehen wir hier oben, das hat 59 Wochen gedauert. 59 Wochen hat es gedauert beim ersten Versuch oder beim ersten Anlauf im Jahr 2016, als der S&P hier von 2180 hier raufgelaufen ist bis 2740. 59 Wochen, das ist über ein Jahr. Das haben wir jetzt gerade hier in 2,5 Wochen, nicht mal 2,5 Wochen gemacht. Okay, also es ist eine absolut brutale Dynamik im Markt und da muss man als Trader extrem aufpassen. So, werfen wir also mal einen Blick ganz einfach auf die Aktien aus dem Nasdaq. Da zeige ich mal kurz, worauf ich hier achte. American Airlines ist natürlich gleich wieder ein super Beispiel hier für eine abwärts gerichtete Aktie. Ja, das ist ja der gesamte Bereich Flug- und Kreuzfahrt- und Ölunternehmen. Das sind ja die, die hier ja, mit Abstand und mit den Reiseunternehmen zusammen mit Abstand am stärksten getroffen worden sind von dieser Krise. Ja, fast die gesamte Weltflotte an Flugzeugen hängt quasi am Boden fest und steht fest und kommt nicht mehr in die Luft. Das ist natürlich tödlich für die Fluggesellschaften und da ist es eben tatsächlich auch so, alles das, was jetzt an Umsatz fehlt, der kann auch nicht mehr nachgeholt werden. Es ist ja nicht so, dass die Leute nachher dann einfach viel mehr fliegen, weil sie auf einmal wieder dürfen. Ich denke eher, das Gegenteil wird der Fall sein. Wahrscheinlich werden wir weniger fliegen. Und das ist so ein Wert, der kommt bei mir hier ganz klar auf die Shortliste. Das mache ich hier einfach über diese Schnellbuttons, Longliste und Shortliste. Die tauchen dann hier automatisch in diesen Listen auf, mit denen ich hier nachher dann arbeiten kann. Das ist also so ein typisches Arbeitssetup von mir. Das ist in meinem Add-on hier beim Agena Trader auch genauso hinterlegt. Und das ist die Art und Weise, wie ich arbeite, wenn ich diskretionäre Trades aufbaue. Ich schaue also einmal hier die wichtigsten Sachen, die ich benutze, um einen Trend festzulegen. Das ist zum einen ganz typische Markttechnik. Ich sehe hier auf dem Wochenchart, ne, dass nicht erst seit diese Corona-Krise hier begonnen hat im Februar, sondern die Aktie ist im Prinzip schon hier seit Januar 2018 auf dem Abwärtspfad. Ja, wir haben hier ganz klar fallende Hochs, fallende Tiefs im Wochenchart. Das ist also ein deutlicher Abwärtstrend. Und da sehen wir auch, wir haben auf dem Wochenchart die Ichimoku-Wolke, die Unterstützungswolke, gebrochen im April 2018 und sind seitdem auch nicht mehr wieder zurückgekommen. Ja, wir sind hier an der Stelle einmal rangelaufen im Juli 19 und wir sind in dieser Stelle hier
einmal rangelaufen im Februar 2000. Und ansonsten haben wir uns hier die ganze Zeit unterhalb dieser Wolke bewegt. Solange wir uns hier unterhalb der Wolke bewegen, komme ich überhaupt nicht auf die Idee, diese Aktie auch nur im Ansatz irgendwo zu kaufen, sondern das ist für mich ein klarer Short-Kandidat. Ja, und die Trades werden dann umgesetzt auf dem Tageschart. Und jetzt habe ich also einmal Ichimoku hier zur Trendbestimmung und zum anderen habe ich meinen eigenen Indikator, den ich hier programmiert habe. Das ist der Gersh-Trend. Und da sehen wir eben auch, der ist hier bei American Airlines ganz klar rot. Und ich sehe eben alle einzelnen Signale, die ich über Ichimoku bekommen kann. Alles, was wir in der letzten Session uns angeschaut haben, in der Interpretation der Ichimoku-Charts, ist hier negativ in den beiden Zeitebenen, die wir uns hier anschauen. Ja, die blaue Linie hier, die ist unterhalb des Preises, das ist negativ. Die rote hat die violette gekreuzt von oben nach unten, das ist negativ. Der Preis hat die violette Linie gekreuzt nach unten, das ist negativ. Wir sind hier aus der Wolke ausgebrochen nach unten, das ist negativ. Und die Widerstandswolke hier ist auch noch rot. Ja, also es ist tatsächlich auf dem Tageschart alles negativ. Jeder Ichimoku-Indikator ist negativ. Und genauso sieht es aus auf dem Wochenchart. Ja, Preis ist unter der violetten Linie, die rote Linie ist unterhalb der violetten, die blaue ist unterm Preis. Wir sind unterhalb der Wolke, die Wolke ist rot, alles ist negativ. Ich würde niemals auf die Idee kommen, diese Aktie zu kaufen. Auch wenn wir hier einfach, weil die so ausgebombt ist, so extreme Korrekturen sehen, das sind hier 30% Kursbewegung, über 30% Kursbewegung an einem Tag, die hier gelaufen sind, von gestern auf heute zum Tageshoch. Ja, das hier, das ist eine Kursbewegung innerhalb von 2 Handelstagen, 60%. Aber das ist Harakiri, ja, hier irgendwo zu versuchen, diese Böden zu fischen. Es macht viel mehr Sinn zu schauen, okay, wann kommen wir denn irgendwo in Widerstandsbereiche, na, hier oben, da wo immer wieder abverkauft worden ist, wann kommen wir in Widerstandsbereiche und wann drehen wir denn auch auf der kurzfristigen Ebene wieder und laufen von oben wieder nach unten. Und dann steigt man hier irgendwo ein, vielleicht wenn wir unter dieses Tief der Kerze gehen, na, und hat dann hier eben seine Short-Position, die auch dicke ausreicht, um hier gutes Geld zu verdienen. Also das ist auf jeden Fall eine Aktie, die für mich auf die Shortliste kommt. Apple, ganz anderes Bild. Schauen wir uns die Apple an. Wir sind hier seit Juni 2019 im Wochenchart oberhalb der Ichimoku-Wolke. Das ist bullish. Jetzt aktuell ist die Wolke auch noch grün. Das ist bullish. Wir haben hier die blaue Linie noch oberhalb der Preislinie. Das ist bullish. Ja, und der Preis ist hier gerade dabei, die violette Linie nach oben zu kreuzen. Das ist bullish. Das heißt, wir sind hier für Apple immer noch ganz klar im bullischen Bereich. Und wenn man das Ganze jetzt so ein bisschen kombiniert hier mit klassischer Charttechnik und ein bisschen guckt, hey, wo sind denn hier die Unterstützungslevel? Ja, da haben wir hier so alte Hochs im Markt. Ganz, ganz wichtige alte Hochs aus dem September und Oktober 2018. Das ist ein super Retracement hier gewesen auf diese alten Hochs. Das war eine hervorragende Möglichkeit, sich hier eine Apple zu 230 nochmal längerfristig ins Depot zu legen. Und sowas meine ich einfach damit, dass ich mir dann auf dem Wochenchart erstmal anschaue, wie sieht das große Bild aus. Und wenn das jetzt eine Aktie ist oder ein Unternehmen ist, was fundamental für mich interessant ist, und Apple ist absolut interessant fundamental, dann ist das hier eine Möglichkeit, in so einem Retracement einfach auf Sicht des Wochencharts hier für ein Investment nochmal eine Position zu kaufen oder eben schon bestehende Investmentpositionen zu dem Level zu vergrößern. Das heißt nicht, dass ich jetzt hier schon Swing Trades machen würde in die Long-Richtung. Ja, dafür sind wir eben hier irgendwo noch ein bisschen zu negativ. Wir fangen langsam an, wir kriegen die ersten Signale hier. Wir sind mit dem Preis auf dem Tageschart durch die violette Linie durchgebrochen. Das ist ein Kaufsignal. Na, und wenn man sich Ichimoku mal ein bisschen anschaut, dann wird man sehen, dass immer als erstes der Preis durch die violette Linie geht. Das ist meistens das erste super aggressive Signal. Das zweite Signal ist dann, wenn die rote Linie die violette kreuzt. Und das dritte Signal ist dann, wenn der Preis aus der Wolke nach oben ausbricht.
Und jetzt haben wir ja beim letzten Mal gesagt, man kann eben mit Hilfe von Ichimoku auch immer versuchen, so ein bisschen abzuschätzen, sind die Signale stark oder schwach. Und stark ist zum Beispiel sowas hier. Ja, wenn wir hier sehen, diese beiden Linien laufen zusammen, kreuzen ganz kurz und laufen dann wieder auseinander. Und das alles passiert oberhalb einer grünen Supportwolke zu einer Zeit, wo die blaue Linie auch oberhalb des Preises steht, dann ist das ein super starkes Long-Signal. Dieses hier, wo wir unterhalb der Wolke sind, das ist zwar ein Long-Signal, aber das ist etwas schwächer. Und auch wenn jetzt die rote Linie hier kreuzt, das ist ein Long-Signal, aber das ist etwas schwächer. Ja, und deswegen müssen wir in solchen Situationen auf die, ja, auf die Interpretation, ob das ein starkes oder ein schwaches Signal ist, am besten in der Art und Weise reagieren, dass wir die Positionsgröße entsprechend anpassen oder eben unsere Kursziele nicht so super weit legen. Ne, für einen Long-Einstieg hier, für einen Swing-Trade Long, durchaus machbar. Wir haben hier eine erste Sequenz, höhere Hochs, höhere Tiefs. Ich zeige das einmal kurz. Das ist die Sequenz. Wir kommen von hier, haben ein Hoch aufgebaut, haben hier ein höheres Tief ausgebildet und sind jetzt hier an der Stelle, wo wir ein höheres Hoch haben. Das heißt, ein Ausbruch hier könnte man durchaus handeln, ja, oder auch schon den Ausbruch hier, wenn er nicht wieder in einem Gap gelaufen wäre, wie das so häufig passiert in der letzten Zeit. Aber wenn man das macht, dann wäre eben dieser Bereich hier oben, der sich wieder zusammensetzt, zum einen hier aus einem Verkaufslevel, das ist so ein ganz typisches Widerstandslevel. Wir sind hier von unten gekommen, haben ein bisschen seitwärts konsolidiert und haben dann die nächste große Abwärtsbewegung gemacht, die dieses Tief hier rausgenommen hat. Also ist das hier oben ein Widerstandsbereich. Und da sehen wir, dieser Widerstandsbereich, der läuft hier zusammen mit der roten Wolke vom Ichimoku. Also Widerstand. Ich würde also erwarten, wenn der Kurs jetzt hier hinläuft, dass wir da zumindest erstmal hängen bleiben, bevor der vielleicht nach oben weiterläuft. Aber das wäre dann hier so der Zielbereich im Prinzip für einen Long Trade. Aber weil wir hier noch sehr, sehr bullisch auf dem Wochenchart sind, kommt diese Aktie auf die Longliste. Dann haben wir hier eine Adobe Systems. Da sieht das Ganze ganz ähnlich aus. Wir sind hier nur einmal ganz kurz aus der Wolke nach unten rausgekommen, haben innerhalb der Woche wieder gedreht und haben wieder über der Woche, über der Wolke geschlossen. Sehr bullisches Grundsetup. Ja. Ist auch eine Aktie, die mir fundamental extrem gut gefällt. Ja. Wäre also auch eine Möglichkeit in diesem Bereich hier bei dem Rücksetzer, ähnlich wie wir es bei der Apple gesehen haben, hier auf dieses alte Hoch, wäre das eine Möglichkeit, hier eine Long-Position für ein Investment zu vergrößern oder auch aufzubauen. Für einen Swing-Trade haben wir jetzt hier eine gute Möglichkeit, wenn wir ja, über dieses Hoch von heute drüber laufen. Weil wir sind jetzt mit dem Preis hier schon durch die violette Linie durchgegangen. Wenn der Ausbruch hier zur Oberseite erfolgt, dann wird auch die rote durch die violette gehen. Und dann können wir uns hier auch ausrechnen, wie viele Tage das dauern wird, bis die blaue über den Preis läuft. Das wird ein paar Tage dauern, aber da werden wir dann drüber kommen. Und wir sehen, dass dieser Widerstandsbereich auf dem Tageschart hier sehr dünn ist. Ja, das ist nicht besonders dick hier, die Wolke. Deswegen ist das ein etwas schwächerer Widerstandsbereich. Da könnte man also durchaus drauf setzen, ne, in Kombination mit der Charttechnik. Ja, so. Das ist der Abwärtstrend, der laufende. Da sind wir heute einmal kurz raus. Im Moment sind wir wieder drunter. Wir werden sehen, wo der Tag schließt und wie sich der Kurs dann morgen verhält. Aber wenn wir hier morgen oder übermorgen einen Ausbruch nach oben sehen würden, wäre das eine Möglichkeit, hier einen Long Trade aufzubauen. Ja, mit einem Stop irgendwo hier unten und am letzten Tief und einem Ziel, naja, vielleicht hier oben nochmal. Ja, hier schön durch die Wolke durch, weil sie eben sehr dünn ist. Nochmal das letzte Hoch hier anlaufen im Bereich 3,63. Durchaus möglich. Also auch die würde ich mir auf die Longliste legen. Analog Devices. Wie sieht es hier aus? Wir sind auf dem Wochenchart unter der Wolke, sehr ungünstig. Ja, sehr, sehr ungünstig. Für einen Long zumindest. Ne? Und die Korrekturbewegung
läuft jetzt gerade hier an die Widerstandslinie. Und wir sehen aber auch, dass die Aktie relativ stark ist. Wir sind im Tief hier, gerade mal in das Tief von Dezember 18 gelaufen. Das ist eine relativ starke Aktie. Deswegen würde ich die nicht shorten wollen, auch an diesem Widerstandsbereich hier nicht. Ja. Hier sehen wir auch, dass dieser Widerstandsbereich hier oben noch viel dünner ist, als wir das gerade bei der Adobe gesehen haben. Also, ich würde die nicht kaufen wollen, weil wir eben noch unter der Wochenwolke sind und gerade hier in den Widerstand reinlaufen. Ich würde die aber auch nicht verkaufen wollen, weil sie mir dafür einfach insgesamt zu stark ist im Vergleich mit dem Gesamtmarkt. Also die würde ich einfach neutral lassen. Hier haben wir genau das Gleiche. Wir laufen hier von unten an die Wolke, haben aber eine Aktie, die relativ stabil sich gehalten hat. Von daher ist das nichts, was jetzt für mich fürs Traden irgendwo interessant ist. Autodesk. Ja, sehr, sehr ungünstig. Wir hängen hier im Wochenchart genau in der Wolke, sehen auch, dass wir hier so seitwärts laufen. Auf dem Tageschart sieht man es sehr schön. Viele, viele Tage Seitwärtsbewegung. Kein Momentum drin, keine Bewegung drin, interessiert mich nicht. Align Technology. Die sieht schon schöner aus. Wir haben eine rote Wolke. Wir sehen hier unten auch auf dem Wochenchart wieder die Sequenz. Ja. Ist relativ lange schon auf dem Wochenchart abwärts gerichtet. Wir haben ja also einen ganz sauberen Trendverlauf in die Abwärtsrichtung. Und das Ganze zeigt sich auch hier auf dem Tageschart. Ja, jetzt sind wir hier im Moment so ein bisschen in so einer Dreieckskonsolidierung. Wir sind noch nicht über das letzte Hoch drüber weggegangen hier. Das heißt, von der Charttechnik her ist das Ganze hier abwärts gerichtet auf dem Tageschart. Von der Charttechnik ist das Ganze abwärts gerichtet auf dem Wochenchart. Wir haben einen Trendindikator auf dem Tageschart, der ist negativ. Wir haben einen Trendindikator auf dem Wochenchart, der ist negativ. Wir befinden uns unter einer roten Wolke im Wochenchart. Wir befinden uns unter einer roten Wolke im Tageschart. Also kommt das Ding hier für mich ganz klar auf die Shortliste. Ja. Wie kann man das jetzt traden? Naja, das müssen wir uns dann gleich mal ein bisschen anschauen, was man hier machen könnte. Aber prinzipiell ist es so, wir hätten auch hier das erste Signal wieder, wenn der Kurs die violette Linie von oben nach unten kreuzt. Das ist überhaupt auch das letzte Short-Signal, was man hier direkt kriegen könnte. Die ganzen anderen Signale sind schon gelaufen. Wir haben hier ein Short-Signal gehabt, ja, beim Kreuzen der violetten. Wir haben hier, also der roten und der violetten Linie, wir haben hier ein Short-Signal gehabt. Ich packe die einfach mal kurz hier rein, die ganzen Short-Signale, die in der letzten Zeit hier aufgetaucht sind. Das hier, dann waren wir zuerst in dem, dann das, dann hier hatten wir gesagt, wenn die Wolke die Farbe wechselt, ist das ein Signal. Und wir können mal schauen, wann die blaue unter den Preis gegangen ist. Das war ungefähr hier. Ja, wenn wir jetzt hier 26 Tage nach links gehen, dann sehen wir, wann die blaue Linie unter den Preis gegangen ist. Also wir hatten hier das erste Short-Signal, dann hier eins, dann hier eins, dann hier eins. Ja, das ist also, und hier waren sogar zwei, weil wir hier auch aus der Wolke ausgebrochen sind. Ja. Und da sehen wir eben, wir sind schon relativ spät dran. Aber das ist halt so. Wenn sich diese Trends entwickeln, dann ist man für neue Signale häufig etwas spät dran. Und dann mache ich es ganz einfach so, wenn ich wie hier jetzt einen Wert habe, der für mich klar auf der Short-Seite zu finden ist, dann handle ich eben ganz simple Chart-Setups. Ja, dann gucke ich mir an, was entwickelt sich hier. Ja. Ziemlich klar ein Dreieck. Das heißt, wenn wir aus diesem Dreieck hier nach unten rausbrechen sollten, der Kurs hier nach unten rausgeht, dann habe ich mein Setup mit dem Stop hier oben drüber. Ja, wenn der nämlich dann wieder zurückkommt, ist es ein Fehlbreakout. Und das Ziel, das suchen wir uns hier unten am Wochenchart. Letzter Supportbereich aus dem Wochenchart, der liegt ungefähr bei $100. Ja, das könnte sogar das Ziel sein hier. Also auch
das Ding hier auf die Shortliste. So, ich gucke noch mal kurz in die Fragen. Da hat sich ordentlich was angesammelt hier in der letzten Zeit. Ja, das ist alles noch zu den alten Werten, die wir gerade angeschaut haben. Der Sascha fragt, ob man hier überhaupt einen Vergleich ziehen kann und wenn ja, wie die Ichimoku-Signale in der Wertigkeit im Vergleich zu den Top-Trader-Signalen abschneiden. Also, es ist Folgendes. Ich würde das, wie gesagt, idealerweise als Kombination benutzen. Ja, ich handle relativ wenig von diesen direkten Ichimoku-Signalen. Ja, also wenn wir hier jetzt schneiden, dann bin ich nicht der Händler, der jetzt hier direkt kauft, nur weil diese beiden Linien schneiden. Ja, das mache ich weder bei gleitenden Durchschnitten noch bei Ichimoku, sondern ich versuche wirklich mehr mit dem Gesamtbild zu arbeiten. Also wenn man mit diesem Add-on arbeitet, das führt jetzt auch vielleicht ein bisschen zu weit, weil wir jetzt hier den Schwerpunkt auf Ichimoku haben. Aber in diesem Add-on sind eben noch eine ganze Menge, so um die 10 zusätzliche Handelssignale für Aktien mit drin, die unabhängig vom Ichimoku laufen. Und idealerweise macht man es, wenn man eine hohe Trefferquote haben will, dass man sich über diese automatischen Signalgebungen hier anzeigen lässt, wann bei den Top-Trader-Signals ein Signal entsteht. Das sieht man ja immer am Ende des Tages für den nächsten Tag. Und dann schaut man sich das ganze Bild mal an auf dem Ichimoku und guckt, was machen die Indikatoren? Sind die kurzfristig bullish? Sind die kurzfristig bearish? Sind die langfristig bullish? Langfristig bearish? Und wenn das alles passt, ja, ich mag es nicht, wenn wir wenn wir unterschiedliche Signale kriegen. Ja, ideal ist es, wenn alles in die gleiche Richtung läuft. Wenn wir also auf dem Wochenchart einen Abwärtstrend haben, wenn wir die Ichimoku-Setups negativ haben, auf dem Tageschart einen Abwärtstrend, Ichimoku-Setups negativ und dann aus den Top-Trader-Signals ein Verkaufssignal bekommen. Dann haben wir die besten Chancen, eine wirklich gute Trefferquote über die Zeit zu generieren. Ja. Aber dafür müsste man sich dann mal anschauen, wie die anderen Signale funktionieren. Also für alle die, die das vielleicht interessiert. Wenn ihr mit Margina Trader arbeitet, habt ihr die Möglichkeit, euch dieses Top Trader Signals Add-on, wo eben auch dieser Ichimoku Arbeitsplatz drin ist, für 2 Wochen kostenlos, zu holen, um das Ganze mal zu testen, einfach auf Herz und Nieren. Dann könnt ihr euch das mal in Ruhe anschauen. Da gibt es ein sehr ausführliches Handbuch auch zu, wo auch alle anderen Handelssignale, die da enthalten sind, erklärt sind. Und das Schöne ist eben, dass wir hier in diesen Schnellfiltern, in den 2 verschiedenen Arbeitsplätzen, die enthalten sind, immer sofort sehen, welche Signale da gerade wo auftauchen. Ja, und dann kann man das sehr schnell alles gegenchecken. Okay. So, was haben wir hier noch? Okay, alles klar. Gut. Gehen wir hier mal zum nächsten. Applied Materials gefällt mir überhaupt nicht. Ja, wir sind auf dem Tageschart hier klar abwärts gerichtet. Wir laufen auf dem Wochenchart aber gerade wieder aus der Wolke raus, sind also hier eher bullish, sind hier eher bearish. Interessiert mich nicht. Advanced Micro Devices. Super schön, ja. Hier ganz klar Wochenchart aufwärts gerichtet. Ich gehe kurz noch mal die ganzen Ichimoku-Indikatoren durch. Schauen wir uns das Ganze hier noch mal an. Also als erstes sehen wir Trendindikator noch klar aufwärts gerichtet. Dann sehen wir, wir sind mit dem Kurs deutlich oberhalb einer grünen Wolke, also super bullish. Dann sehen wir, wir haben die blaue Linie über dem Chart, bullish. Wir sind mit der roten Linie hier gekreuzt über der violetten, bullish. Wir sind mit dem Preis wieder über der violetten, bullish. Also hier auf dem Wochenchart in der AMD alles bullish. Gehen wir in den Tageschart. Dann sehen wir, wir kriegen hier die ersten Signale. Wir haben hier die Kreuzung von Rot und Violett gesehen. Wir haben hier die Kreuzung von Preis und Violett gesehen. Das heißt, wir haben hier wir haben hier zwei
Ja, zwei Long Setups im Prinzip. Dieser Ausbruch hier war also das erste, was man hier handeln konnte in der AMD in die Aufwärtsrichtung. Ja, dann wäre man hier schon jetzt schön dabei und wäre schon 10, 20%, 20% fast vorne in der im Trade auf die Aktie. 10%. Ja, $4 ungefähr. Das nächste Setup, was wir jetzt kriegen können, ist, wenn wir hier die Wolke nach oben verlassen. Dann haben wir die nächste Möglichkeit hier zu kaufen. Und das Letzte, was kommen kann, das wird dann in 1, 2, 3, 4 Tagen ungefähr der Fall sein, wird die blaue Linie sein, die dann hier nach oben über den Preis rausgeht. Ja, also nochmal zur Information. Die blaue Linie ist der Schlusskurs um 26 Tage nach links versetzt. Also wird als nächstes die blaue Linie hier drüber laufen. Und dann kommt es darauf an, wie sich die nächsten 2 Tage hier verhalten. Wenn der nächste Tag hier auch wieder nach oben geht, dann sind wir hier mit der blauen schon überm Kurs und bleiben auch darüber. Dann haben wir auch hier schon die bullische Kreuzung. Wenn wir hier jetzt 2 Tage seitwärts laufen, dann gehen wir hier nochmal rein mit der blauen. Und wenn es danach steigt, dann kommen wir erst danach hier nach oben weg. Ja, also bei der blauen muss man immer ein bisschen gucken. Wenn man sich da einmal dran gewöhnt hat, dann sieht man relativ schnell, wann die nach oben durchgeht. Ne? Und dann sind wir nämlich auch auf dem Tagesschart hier wieder überall komplett bullish. Und wenn wir uns jetzt anschauen, diese Kreuzung, die wir hier traden können, ja, wenn jetzt morgen die Kurse noch mal kräftig steigen an der AMD und wir gehen hier nach oben durch, dann haben wir auch hier wieder eine schöne Kombination zwischen Charttechnik und Ichimoku. Ja, dann ist nämlich dieser Ausbruch hier auch gleichzeitig der Ausbruch über das alte Hoch. Ja. Kursziele hier dann auch relativ einfach, ne, irgendwo einfach oben das alte Hoch. Stopptechnik muss man dann schauen, ist eine sehr starke dynamische Bewegung. Da bietet sich dann zum Beispiel an, tiefste Tief der letzten 3 Tage und das dann auch relativ schnell hinterherziehen. Und dann ist man meistens mit dem Risiko relativ schnell raus und kann hier aber trotzdem einen guten Profit machen. Okay, also, ja, der Thorsten fragt hier nochmal, wo genau würde denn der Entry liegen? Naja, wie gesagt, das hängt immer ein bisschen davon ab, welche Signale man handelt. Wenn man hier sehr aggressiv unterwegs ist und handelt direkt die ersten Kaufsignale, dann wäre der Einstieg schon hier gewesen. Ja, ich kann ja mal die Signale kurz reinholen. Das Ganze ist hier unter Ichimoku hinterlegt. Ja, das, was wir jetzt hier brauchen, wäre im Prinzip ein Kijun und den. Müssen wir schnell unten die Signallinien ausmachen, sonst wird der Chart zu voll. Ja, und hier sehen wir das Einstiegssignal. Ja, das ist im Prinzip dieses Einstiegssignal von der Kreuzung von der roten und der violetten. Ja, und das Signal, das wird eben im Chart direkt angezeigt, in dem Moment, wo das auftritt. Und wenn man diesen Screener hier anhat, dann taucht das eben auch sofort hier in der Liste auf. Das heißt, am nächsten Handelstag seht ihr direkt, dass hier ein Long-Signal entstanden ist. Ja. Da können wir ja gerade mal gucken. Wir haben ja hier einige Long-Signale drin. Bei der Apple, ja, sehen wir das hier. Das ist ein Long-Signal. Da hat der Preis gerade die violette Linie geschnitten. Deswegen ist hier der grüne Pfeil. Hier haben wir genau das Gleiche. Der Preis hat die violette Linie geschnitten. Hier unten, ich mache das mal weg. Hier unten ist der grüne Pfeil. Hier haben wir das Gleiche. Der Preis hat die violette Linie geschnitten. Da ist der grüne Pfeil. Ja, das sind immer diese Setups, die hier eben auftauchen. Bei der Activision haben wir hier heute einen Breakout gesehen aus der Wolke. Das ist jetzt erstmal zurückgekauft worden, also hier zurückgeholt worden, wird oben wieder abverkauft, ist ein Widerstandsbereich, aber sieht insgesamt auch gar nicht so schlecht aus. Ja, kämpft hier so ein bisschen noch mit der
Wolke auf dem Wochenchart, kämpft jetzt hier eben auch gerade mit der Wolke auf dem Tageschart. Aber Activision wäre jetzt was, wenn diese Hochs hier überschritten werden, das hier und das hier, dann ist das ein kurzfristiges Kaufsetup. Ziel, einfach wieder suchen am Wochenchart. Der nächste Zielbereich ist hier ungefähr 69 Dollar. Und so ungefähr funktioniert das Ganze bei mir. Können wir noch mal ein paar Signale hier durchgehen? Die Baidu hat hier ein Kaufsignal generiert. Violett durch die, also der Preis durch die Violette, würde ich nicht handeln. Warum? Schauen wir uns den Wochenchart dazu an. Trendindikator negativ, Charttechnik negativ. Wir haben hier fallende Hochs, fallende Tiefs. Wir sind in der Korrektur in die Widerstandswolke reingelaufen, sind da hängen geblieben und wieder nach unten weggefallen. Und auf dem Tageschart sehen wir eben auch blau unterhalb des Preises. Der Preis ist unterhalb einer roten Wolke. Das ist eher bearish. Ja, das wäre also tatsächlich ein Wert, wo ich ein Short Setup handeln würde. Kann man sich wirklich ganz leicht machen, wenn man sieht, dass alle Signale short sind, sowohl auf dem Tageschart als auch auf dem Wochenchart. Dann, also alles an Indikatoren ist negativ. Das Einzige, was jetzt noch positiv ist, ist, dass eben hier der Preis die Violette geschnitten hat. Das war das erste kleine positive Zeichen. Wenn das jetzt auch wieder abverkauft wird und wir gehen unter die Trendlinie, ist das hier ein super Short Setup. Ja. Und da sieht man eben, dass man nicht immer nur auf die Signale guckt und jedes Signal handelt, sondern dass man sinnvollerweise die Signale, die auftauchen, in den Gesamtkontext irgendwo bringt. Wir haben natürlich hier im Moment überhaupt keine Short-Signale. Ja, das sind hier alles Long-Signale, einfach weil wir die letzten Tage so brutal dynamisch aufwärts gerichtet sind. Können uns aber hier gerne noch mal ein bisschen was anschauen. Costco, ja, extrem guter Wert für Long-Positionen. Na, ich nehme mal die beiden noch mal hier raus. Ja, ich gucke mir das immer lieber ein bisschen diskretionär an. Finde ich ganz, ganz hervorragend. Wir haben den Kurs, der oberhalb der dicken grünen Wolke ist. Das Retracement ist ja hier fast gar nicht vorhanden. Wir sind hier nochmal auf den Bereich von Mitte 2019 gekommen. Ja, zu einer Zeit, wo der Gesamtmarkt irgendwo unten bei den Kursen von 2016 war, sind wir hier in der Costco Wholesale gerade mal in den Bereich 2019, Mitte 2019 hier zurückgekommen. Und dann sehen wir, haben wir hier mehrere Tage Seitwärtskonsolidierung gehabt und gestern sind wir hier sehr dynamisch nach oben ausgebrochen. Ja, und wenn man sich diese Listen anschaut, dann hat man hier eine Range, handelt hier den Range-Ausbruch nach oben, Thema erledigt, wenn man charttechnisch arbeitet. Wenn wir jetzt hier mit Ichimoku arbeiten, dann hätten wir hier die Kreuzung von dem Preis und der Violetten gehabt und am selben Tag den Ausbruch aus der Wolke. Den haben wir hier auch angezeigt, Kumo Breakout Long. Und wenn wir hier drauf gehen, sehen wir, dass wir zwei, wenn hier so ein Pfeil entsteht, dann sehen wir, dass wir zwei Signale haben. Also wir haben den Kumo Breakout Long und wir haben den Chikou Cross Long. Das heißt, der Preis geht durch die Chikou Span hier, durch die Violette und geht durch die Kumo. Also doppeltes Setup. Ideal, ja, hier dann den Ausbruch nach oben zu kaufen. Wo haben wir das noch? Bei der Electronic Arts haben wir noch genau das Gleiche. Ja, da hatten wir also hier da haben wir die Kreuzung hier von Rot und Violett heute und haben hier den Ausbruch nach oben aus der Wolke. Sind hier im Wochenchart nach einem kurzen Ausflug unter den Support direkt wieder drüber gegangen. Ja, und haben jetzt hier heute machen wir auch gerade noch so eine Umkehrkerze. Das ist eine sehr, sehr bullische Umkehrkerze. Also, die kommt für mich hier auf die Liste für morgen quasi. Wenn wir hier morgen oben rausgehen, ist das ein Long Setup. Wir gehen dann auch mit der blauen morgen hier durch über den Preis. Und dann ist auch hier wieder alles bullisch. Die rote kreuzt heute die violette. Der Preis ist schon durch die violette. Wir sind heute aus der Wolke nach oben ausgebrochen. Und hier sind wir auf dem Wochenchart auch über der Wolke. Die blaue ist über dem Preis. Insgesamt ein sehr bullisches Setup. Ja, also kommt Electronic Arts hier auch für mich auf die Longliste. Was haben wir noch hier? Irgendwas, wo wir zwei haben? Netflix, ja.
Welche haben wir da? Auch wieder Kumo Breakout und Chico Cross heißt Kumo Breakout. Wir brechen hier also auf dem Tageschart gerade aus der Wolke aus nach oben. Wir haben den Preis auf dem Wochenchart über der Wolke. Wir haben die blaue, die hier gerade nach oben rausgeht. Und ja, sind hier insgesamt aufwärts gerichtet. Na? Ich zeichne mal kurz die Sequenz ein aus dem Wochenchart hier. Wir haben das Tief, ein Hoch, ein höheres Tief, ein höheres Hoch, ein höheres Tief und sind jetzt gerade dabei, hier ein höheres Hoch zu machen. Ja, also auch Netflix auf der Long-Seite zu finden. Kann man entweder eben heute hier schon den Breakout handeln über die 380 oder sich das für morgen auf die Watch legen und wenn wir über das Hoch von heute gehen, dann im Prinzip hier morgen kaufen. Synopsis, was haben wir hier? Auch hier haben wir eine blaue Linie, die gerade dabei ist, über den Preis zu gehen. Wir sind im Wochenchart wieder aus dem Support nach oben rausgekommen, bauen hier den Trend auf, haben die rote, die die violette gekreuzt hat. Also auch das sieht alles recht bullisch aus. Das Grundbild sieht ein bisschen ähnlich aus wie bei der Adobe. Die Wolke ist nicht so besonders dick, wäre also auch was, was man hier auf der Long-Seite nehmen könnte. Ja, also ihr seht, es gibt doch einige Setups im Moment hier auf der Long-Seite. Wir können ja noch mal kurz in die Currencies gehen, können mal schauen, was wir hier vielleicht auf der Short-Seite finden, damit man sich auch mal einen Short-Trade anschaut. Da haben wir hier also Euro-Britisch-Pfund. Hatten wir hier gerade eine Kreuzung zwischen Rot und Violett in die Negativrichtung. Puh, da wäre ich vorsichtig. Ne? Wir sind also hier im Bereich der Wolke noch. Wir sehen, dass wir hier über die ganze Zeit eine sehr, sehr ungünstige Konstellation haben. Ja, wir haben nämlich hier so ein Megafon, was sich hier auf dem Wochenchart aufbaut, ist total ungünstig, handle ich nicht gerne solche Setups. Wir sind hier auch noch oberhalb der Wolke, blau ist über dem Preis. Das ist mir hier alles noch zu stark long ausgerichtet, um hier zu shorten. Was haben wir hier? Euro-norwegische Krone sieht genauso aus. Ja, ist im Prinzip das gleiche Setup, ist eine ähnliche Grundkonstellation. Würde ich auch nicht unbedingt hier shorten. Naja, und damit haben wir es auch schon fast wieder. Ja, was für mich im Moment so ein bisschen eher vielleicht noch short aussieht hier, das ist vom Grundsetup hier British Pound, Swiss Franc. Da sind wir also hier ganz klar in einem Abwärtstrend. Sehen wir auch hier am Trendindikator, Tageschart ganz klar abwärts gerichtet. Wochenchart, zeichne die Sequenz ein, auch ganz klar abwärts gerichtet. Ja. Sehen wir hier ganz klar fallende Hochs, fallende Tiefs im Wochenchart. Wir sind unterhalb der Wolke. Die blaue Linie ist hier unterhalb vom Preis. Wir sind unterhalb der Wolke im Tageschart. Blaue Linie ist unterhalb vom Preis. Wir sind an einem wichtigen Level hier hängen geblieben, an diesem alten Tief. Ja, und jetzt arbeitet sich der Kurs langsam wieder nach unten. Na, jetzt könnte man sagen, hey, das ist doch eine Bullflag hier. Aber das ist für mich nur dann eine Bullflag, wenn wir aus dem Abwärtstrend schon raus sind. Ja, wenn wir also einen Wert haben, der in einem intakten Aufwärtstrend ist, dann würde ich das gerne auf der Long-Seite traden. Aber hier von der Gesamtkonstellation her, alles abwärts gerichtet, ist das etwas, was für mich eher auf der Short-Seite zu finden ist. So, die Frage nach den Stop-Losses. Schauen wir uns das Ganze einfach mal an auf dem Stundenchart. Ja, da laufen wir hier ein bisschen arg seitwärts. Dann nehmen wir vielleicht lieber mal, ach, nehmen wir doch mal einfach den S&P und schauen uns mal den S&P auf dem Stundenchart an. Ja, auf dem Stundenchart war das Ganze nämlich sehr schön, hier in die Long-Richtung zu traden. Da haben wir nämlich hier so nach und nach in diesem Ausbruch hier die ganzen Long-Signale gekriegt. Wir sehen, dass der Trendindikator, der dreht immer sehr schnell. Das ist ein sehr, sehr schneller Indikator, der super gut für Trendfolge geeignet ist. Der hat ab diesem Hoch hier schon wieder einen Aufwärtstrend im S&P drin gehabt. Und wenn wir uns jetzt die Ichimoku-Signale anschauen, dann sehen wir sind an dieser Stelle hier mit dem Preis
durch die Violette gegangen und haben auch hier jetzt diese Kreuzung von Rot und Violett. Das ist also alles bullisch. Dann sind wir hier aus der Wolke ausgebrochen. Und wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir parallel mit dem Ausbruch aus der Wolke an dieser Stelle sind wir auch hier 26 Stunden Kerzen nach links mit der blauen über den Preis ausgebrochen. Also hier sind zwei Longsignale parallel in Verbindung mit dieser grünen Kerze, die hier schon durch die violette gelaufen ist, und der roten, die gerade dabei ist, über die violette zu gehen. Das heißt, hier ist ein sehr starkes Longsignal. Dann ist dieser Ausbruch auch in so einer Momentumkerze hier drin. Und wer jetzt ein bisschen vorsichtig ist, lieber noch und etwas abwarten will, der steigt spätestens dann hier in dem Ausbruch ein. Ja, das war hier nicht möglich, weil das nachts war, glaube ich, wenn wir uns die Uhrzeit anschauen. Ja, das war hier nachts um 4, 5, 6. Das heißt, wenn wir morgens an den Markt kommen, um 8, dann sind wir schon hier an diesen Hochs. Aber selbst da kann man sich das Ganze hier noch in der Art anschauen, dass wir hier die Bull Flag haben. Und mit dem Ausbruch aus der Bull Flag können wir dann hier einfach ein anderes Setup handeln. Na, wir sehen, dass wir den Abwärtstrend gebrochen haben. Wir sind über diese letzten Hochs hier drüber gelaufen. Wir sind also in einem intakten Aufwärtstrend. Und dann ist hier das, was ich gesagt habe, in einem Aufwärtstrend ist das eine Bull Flag. Und wenn wir nach oben rausgehen, dann traden wir das Ganze in die Long-Richtung. Bis wohin? Naja, relativ einfach. Bis zum nächsten Kursziel, und das war hier oben ungefähr 27,40. Ja, deswegen hatte ich vorhin gesagt, das ist für mich hier jetzt kein Kauflevel mehr. Also für mich ist diese Aufwärtsbewegung hier durch, die ist gelaufen, die ist am Ziel, und jetzt muss ich erstmal warten, auch auf der größeren Zeitebene, bis sich hier was Neues ergibt. Das ist im Moment nicht der Fall. Aber zur Stoppsetzung, da kommt es eben auch wieder darauf an, was man hier tradet. Wenn wir so eine Bull Flag handeln, dann liegt mein Stop zumindest ein Stückchen unter der Flag. Ja, wenn wir hier nach oben rausgehen und ich trade hier den Ausbruch, dann möchte ich nicht, dass der Kurs wieder dreht und hier unten drunter fällt. Weil dann ist eben dieser Aufwärtstrend nicht mehr intakt und dann ist das Ganze für mich auch nicht mehr interessant. Also ich versuche bei diesen Setups mit möglichst kleinen Stops zu arbeiten. Wenn wir so einen Ausbruch hier erwischen, ja, dann ist der Stop natürlich etwas größer, weil dann schauen wir uns zum einen an, wo ist das letzte Tief? Das ist hier. Und das wäre hier auch genau das Level, wo wir wieder deutlich aus der Wolke nach unten weggebrochen wären. Und damit ist auch hier dieser Aufwärtstrend nicht mehr intakt. Und jetzt muss ich immer schauen, macht das Ganze Sinn bis zu dem Kursziel, was ich hier habe? Ja, macht das Sinn? Ja oder nein? Dafür schaut man sich einmal an, was kann man im Idealfall verdienen und was riskiert man im schlechtesten Fall, wenn man nämlich direkt am Stop, am Initial Stop ausgestoppt wird. Und das muss passen, dieses Verhältnis muss passen. Und das rechnet man sich nicht schön, sondern man guckt tatsächlich auf der größeren Zeitebene, wo sind die Widerstände, bis wohin kann das Ding laufen und wo wäre die Idee, charttechnisch zu enden, also hier mit dem Ausbruch nach unten. Ja, und das ist die Analyse, die man macht. Man schaut sich an, wo könnte der Stop liegen und wo kann das Ziel liegen? Macht dieses Setup Sinn? Ja oder nein? Das kann natürlich auch genauso gut sein, dass auf der größeren Zeitebene der Zielbereich schon hier oben liegt irgendwo. Ja, hier. So, und jetzt müssen wir uns fragen, macht denn dieses Ziel zu dem Risiko hier Sinn? Ja oder nein? Das ist ein Trade, der läuft gegen den übergeordneten Abwärtstrend. Das ist hier ein Chance-Risiko 1 zu 1. Mit dem Zielbereich hier würde ich das Ganze nicht traden. Habe ich den Zielbereich hier oben, würde ich das auf jeden Fall traden. Also ich passe hier auf gar keinen Fall irgendwie den Stop an, sondern der Stop kommt an das charttechnisch relevante Level. Und dann muss ich einfach die Entscheidung treffen, macht das Ding Sinn, ja oder nein. Okay. So. Gut. Ich denke, das soll es für heute dann auch erstmal gewesen sein. Wenn die Nachfrage danach vorhanden ist, dann kann ich auch gerne mal in meinen Wochenwebinaren und auch in dem, was ich als Newsletter rausschicke, mal einen Blick auf Ichimoku werfen. Ich weiß halt immer nicht, inwieweit das
für die Trader, die das ganze Zeug beziehen, überhaupt interessant ist. Aber da dann gerne mal eine E-Mail an mich. Ich kann sowas gerne zukünftig gelegentlich mal mit aufnehmen, dass man einfach immer mal wieder sieht, wie wird denn das Ganze verwendet, wie benutzt man das? Und dann können wir da auch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ansonsten können wir hier auch gerne bei FX Flat einfach noch mal eine Analyse-Session machen, ja, wo wir einfach noch mal ein paar Werte raussuchen und das Ganze noch mal analysieren und gucken, wie sich die Setups da aufbauen und was sich nachher am Ende bestätigt und was nicht. Also auch das könnten wir mal machen. Okay, der Ralf fragt, wo man sich denn für diesen Newsletter registrieren kann. Das zeige ich einmal kurz. Das ist bei mir auf der Website. Unter Traden Lernen ist hier ein Punkt Trading Newsletter. Hier unter Trading Videos, da findet man auch so ein paar Videos, da sind aber nicht alle drauf. Auf dem YouTube-Kanal von mir ist alles drauf. Und hier einfach unter Trading Newsletter die E-Mail-Adresse eintragen, Datenschutz akzeptieren und dann kriegt man jeden Samstag hier ein Analyse-Newsletter über die größten Futures-Märkte. Und es ist auch immer eine Aktie der Woche mit bei. Ja. Okay. Ja, gut. Dann ja, war es das jetzt dann endgültig für heute von mir. Wir haben 10 Minuten überzogen, aber das ist ja bei mir eigentlich noch wenig. Von daher, Nelson, ich weiß nicht, ob du noch da bist, ob du noch ein Aber paar Worte sagen willst. selbstverständlich, Ja, selbstverständlich bin ich noch selbstverständlich. da. Hab dir sehr gespannt zugehört, war wirklich sehr interessant, vor allen Dingen sehr viel Input und deswegen werden wir natürlich schauen, dass wir so schnell wie möglich auch die Aufzeichnung online bringen. Ich denke mal, du wirst das ja auch bei dir im Kanal hochladen und das werden wir dann bei Ja, auf uns jeden natürlich Fall. auch. Und ich komme sehr gerne auf das Angebot zurück, dass wir dann vielleicht hier nochmal eine Session machen. Und das Interesse war ja sehr groß und würde mich natürlich auch persönlich freuen. Und von daher bedanke ich mich bei dir für diese kleine Webinarreihe und freue mich, wenn wir dann weitere Webinare zusammen machen können dieses Jahr. Und natürlich Klar. auch ein Riesendank an die Teilnehmer, dass wir heute live dabei waren und auch so aktiv mitgemacht haben. Das macht auch für den Referenten definitiv mehr Spaß. Vielen Dank. Passen Sie auf Ihre Position auf, wenn Sie heute noch handeln, beziehungsweise die Woche und in der aktuellen Phase natürlich bleiben Sie gesund. Und ja, Martin, du hast gerne das Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Ja, also auch von meiner Seite nochmal ganz herzlichen Dank. Toll, dass wirklich so viele Teilnehmer hier live dabei waren, trotz des Mega-Wetters. Freut mich sehr. Und wenn das Interesse da tatsächlich so groß ist, dann telefoniere ich mich gerne morgen mit dem Nelson nochmal zusammen und dann machen wir nochmal einen Termin und suchen nochmal was, wo es passt Ich und dann werde machen keine andere Anrufe annehmen und auf dich wir das. warten. Alles klar, dann machen wir das so. Gut, mein Lieber. Super, dann Dann also schönen Abend. allen einen schönen Abend, alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Bye bye.